Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Panorama, der Wochensendung von MEMER TV. Schön, dass Sie wieder Zeit für uns haben. Wir berichten über das Countryfest, das im Inselcafé in Bruck an der Mur am Dennisplatz stattgefunden hat. Wir waren beim Treffen nostalgischer Autos in Bruck an der Mur mit dabei und wir sahen das 0:0 in der steirischen Landesliga zwischen DSV Leoben und dem SC Stadtwerke Bruck. Die Pflege betagter Menschen. Ein ausgesprochen wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Viele Menschen werden in Pflegeheimen versorgt, andere wiederum von der Familie zu Hause gepflegt. Um auch denen einmal einen Urlaub zu ermöglichen, hat sich das Seniorenwohnheim in Bruck-Obereich was Besonderes einfallen lassen. Urlaubshochsaison in unseren Breitengraden. Viele ältere Menschen haben ein Problem, in Zeiten wie diesen eine längere Urlaubsreise zu planen. Mehrere Gründe gibt es, zum Beispiel Kroatien, zu viele Steine am Strand, Italien, klebriger Sand in der Badehose. Aber es gibt erstmalig ein Angebot für Leute, die ohne Stress ihren Urlaub in unserer Region verbringen können. Bei uns im Seniorenwohnpark Oberreich haben wir 12 Bungalows im Dorfcharakter mit je 4 Apartments, die direkt an das Pflegeheim angeschlossen ist. Die Apartments sind 50 Quadratmeter groß, bestehen aus einem Vorraum, einem barrierefreien Badezimmer sowie 2 weiteren Zimmern, können alleine oder doppelt bewohnt werden und man kann hier seinen Urlaub verbringen oder auch fix bei uns einziehen. In komfortabler Umgebung können ältere Menschen einige Tage oder für längere Zeit das Wohnwohlgefühl in vollen Zügen genießen. Wir haben ein attraktives Aktivitätenprogramm. Zum Beispiel wird hier fleißig gebastelt sowie getöpfert oder es gibt auch Turnen oder Singen. Also es ist sehr abwechslungsreich und zusätzlich veranstalten wir auch, beziehungsweise wir organisieren auch Ausflüge, zum Beispiel zum Grünen See oder auf die Deichalm. Es ist wirklich sehr abwechslungsreich und es ist sicher für jeden etwas dabei. Wer sich zurückziehen will, findet alles, was er für seinen Aufenthalt braucht. Die Bewohner sollen noch so weit mobil und fit sein, dass sie in der Nacht alleine zurechtkommen. Es ist so, wir haben eine Notrufglocke für den Fall, dass wirklich etwas benötigt wird. Jedoch soll es so weit noch möglich sein, alleine in der Nacht zurechtzukommen und nur tagsüber Hilfe zu brauchen. Runden wir das Bild mit einem Zitat aus Goethes Faust ab. Hier bin ich Mensch. Hier kann ich sein. Der Tourismusverband in Bruck an der Mur hat immer wieder Neues zu bieten. Diese Neuerungen wurden vor kurzem bei einer Pressekonferenz am Brucker Schlossberg vorgestellt. Wer auf die Schlossberguhr blickt, weiß, wie viel es geschlagen hat in Bruck. Tourismusobmann und Tourismusgeschäftsführer wählten für ihre Informationen das herrliche Ambiente des Brucker Schlossbergs. Ja, aber es gibt ein paar Neuerungen im Tourismus. Wir haben den Gutschein jetzt übernommen. Wir wollen uns um den Schlossberger ein bisschen mehr kümmern. Das heißt, wir wollen einfach unser Gesamtkonzept ein bisschen breiter aufstellen, dass wir mit dem Tourismus vorankommen. Eine Pressekonferenz als Picknick am Brucker Schlossberg ist Symbol dafür, dass man mit guten Ideen locker präsentiert das Interesse der Besucher steigern kann. Erfolgreich sind auch zumeist Preisausschreiben, bei denen jeder gewinnt. Vor Ort wurden auch schon die Gewinner ermittelt. Aus Datenschutzgründen dürfen wir die Namen der Gewinner zu einem anderen Zeitpunkt bekannt geben. Gutschein gibt es immer was zum Gewinnen, weil jeder, der einen Gutschein kauft für seine Liebsten oder für seine Geschäftspartner, ist ein Gewinner, sage ich mal. Wir vom Tourismusverband haben den Gutschein jetzt übernommen mit einem neuen Projekt, sage ich einmal. Die Kosten sind 50 Euro pro Jahr plus 1% die Satscha und wir erhoffen uns dadurch eine Vielzahl an mehr Firmen und auch an mehr Gutscheinumsatz. Und der Schlossberg ist ein Juwel. Das hat ja nicht jeder. Das Schlossberg ist tatsächlich ein Juwel. Wir möchten es jetzt ein bisschen mehr nutzen. Es gibt ja schon im Verein Schlossberg, was das ganz, ganz toll macht, muss man sagen. Es sind super Veranstaltungen hier oben. Und wir haben am 25. September gemeinsam mit dem Verein und mit der Weinerei eine Veranstaltung im Schlossberg, so eine Art Frühschoppen, ein Familienfest für alle. Einer, für den Tourismus nicht nur Beruf, sondern auch Berufung ist, hat stets Neues, aber auch Realistisches auf seinem Programmzettel.
Kreativität ist gefragt. Kreativität sollte aber schon im Rahmen sein, dass es authentisch ist. Also es hat nicht wirklich einen Sinn, dass ich für etwas Werbung mache, was ich nicht bieten kann. Der Kunde, der Gast erkennt sehr genau, was kann Bruck an der Mur bieten. Wir sind keine riesen Tourismusregion, wir können uns nicht mit Sölden oder ähnlichen Dingen vergleichen, aber wir sind klein und fein und das wollen wir in Zukunft vermarkten. Zusammengefasst kann man sagen, dass das touristische Paket mit drei Begriffen ausgedrückt werden kann. Tourismus, Standortmanagement, Stadtmarketing sind die Säulen, auf denen die künftigen Erfolge aufgebaut werden. An und für sich ist es so, dass wir vom Naherholungsgebiet her natürlich den gesamten Bezirk bzw. die Hochsteiermark im Visier haben. Wenn wir nach außen gehen, so sind wir primär nach Ostösterreich orientiert, Großraum Wien, Niederösterreich, Burgenland. Was wir aber merken, natürlich speziell durch den Murradweg, ist eigentlich, dass die Leute aus ganz Österreich, aus der Schweiz, aus Italien, aus Deutschland, Tschechien, Ungarn, Slowakei kommen. Also wir haben ein relativ breites Feld, das wir betreuen. Glücklich, wer Bürger der Stadt Bruck an der Mur sein kann. Der Tourismusverband fasst zusammen, wunderschön hier zu arbeiten, wo andere Urlaub machen. Die Kinder und Jugendlichen zu beschäftigen und ihnen einiges zu bieten, ist Aufgabe des Ferienpasses der Stadt Bruck an der Mur. Sportliches beim Tischtennis in Berndorf und Kreatives beim Töpfern stehen in dieser Woche im Mittelpunkt. Wie sich die Bilder gleichen. In jedem Jahr, zur gleichen Zeit, ist die Ferienpassaktion der Stadt Bruck an der Mur voll im Laufen. Der Sport nimmt in den diversen Programmen einen vorderen Platz ein. TT ist gleich Tischtennis. Eine Sportart, die immer mehr und immer wieder die jungen Leute für diese erst im vorigen Jahrzehnt olympisch gewordene Disziplin Interesse findet. Tischtennis ist deswegen ein interessanter Sport, weil er sehr viele Körperpartien beansprucht. Das heißt, es ist Konzentration gefragt, es ist Ausdauer gefragt, Beinarbeit und Tischtennis ist allseits beliebt und kann überall gespielt werden. Der kleine Ball, der leichte Ball, verlangt aber etwas. Aufmerksamkeit, Scharfsinn, gute Beobachtung. Das stimmt. Tischtennis ist, wie wir jetzt gerade sehen, bei den Olympischen Spielen wieder ein Sport, der eben alle diese Eigenschaften fordert. Und wir probieren hier in dem Verein die Kinder und Jugendlichen für diese Sportart zu gewinnen. Mit Stolz wird darauf hingewiesen, dass sich in den Reihen der jungen Tischtennissportler zwei erfolgreiche Teilnehmer befinden. Eine U15-Staatsmeisterin und ein U15-Staatsmeister-Halbfinalist. Österreichische Staatsmeisterin, sie steht vor uns. Wie wird man Staatsmeister? Durch viel Training. Also ja, dort, wenn man dann wirklich das Tischtennis machen möchte, trainiert man natürlich viel und dann kommt es mit der Zeit von alleine. Ich bin im Doppel, bin ich ins Halbfinale gekommen bei den Staatsmeisterschaften und im Einzel bin ich nur ins Achtelfinale leider gekommen. Und was hat Sie gereizt, Tischtennis zu spielen? Ich habe durch den Ferienpass angefangen, Tischtennis zu spielen und mir hat es von Anfang an eigentlich Spaß gemacht und dann wollte ich das einfach als meinen Sport machen. Wann erkennt man denn als Spitzenspielerin, dass ein Spieler oder eine Spielerin talentiert ist? Einfach, wenn man sich gut bewegen kann, wenn man ein gutes Ballgefühl hat und wenn es einem einfach Spaß macht. Ich bin genau wie die Kinder hier zum Ferienpass gekommen, das war 2010. Und ja, das hat mir gefallen. Zum Spaß wird das Spiel mit dem Zelluloidball auch gerne Ping-Pong genannt. Für Schülerinnen und Schüler stand heute das Handwerk Töpfern am Programm des Brucker Ferienpasses. Ab 9 Uhr hieß es in der Kreativwerkstatt ab zum Lehm. Und den Kindern hat es sichtlich Spaß gemacht. Das Material Ton, das ist Erde und die Kinder tun einfach ganz gern mit Erde gatschen, manchen und dann etwas draus zu formen. Also es ist wirklich so, aus der Fantasie heraus, aus dem Ton wird eine Gestalt. Und sie können da wirklich, Kinder sind unglaublich fantasievoll
und sie brauchen keine Anleitung, sondern sie wissen sofort, was da entstehen könnte aus dem Ton. Sie nehmen den Tonklotz und es wird etwas. Gell? Das ist wirklich toll. Das Töpfern hat ja bei Sonja Ebner schon lange Tradition. Meine Kreativwerkstatt gibt es schon seit 25 Jahren und es gibt seit 25 Jahren schon Töpferkurse bei mir. Also ich habe schon ganz, ganz viele Kinder gehabt, also von Anfang an immer Kinderkurse und auch Erwachsenenkurse. Und mittlerweile sind die Kinder von vor 25 Jahren schon Erwachsene und kommen mit ihren eigenen Kindern zum Töpfern zu mir. Und wem das Töpfern Spaß macht, der kann ja auch gerne eine berufliche Laufbahn dazu einschlagen. Beruflich gibt es in Österreich eine einzige Keramikfachschule. Das ist in Stob draußen im Burgenland und die schließt auch mit Matura ab. Da gibt es dreijährige und fünfjährige. Die dreijährige ist nur mit der Keramikabschluss und das andere gibt es dann noch als Hafner und als Fliesenleger noch dazu. Also das ist so gekoppelt miteinander. Einige weitere Highlights stehen ja in den kommenden Tagen und Wochen beim Brucker Ferienpass noch an. Seit kurzem hat das Inselcafé in Bruck an der Mur am Tennisplatz einen neuen Pächter. Und dass es bei ihm nicht nur um die Tennisgäste geht, wurde beim ersten Countryfest auf der Brucker Moorinsel eindeutig unter Beweis gestellt. Mit der Übernahme des Inselcafés durch Ewald Weitzer weht ein frischer Wind auf den Tennisplätzen in Bruck. Bereichert wird das sportliche und kulinarische Angebot durch verschiedene Feste, wie zum Beispiel dem ersten Countryfest auf der Moorinsel in Bruck an der Mur. Und auch der Hauptveranstalter war zufrieden mit dem Besuch. Bisher Weltklasse, hätte man gar nicht gedacht, dass beim ersten Countryfest auf der Moorinsel so viele Leute kommen und begeisterte Leute da sind. Wobei das Wetter auch so schön ist, passt gut. Eigentlich haben wir nur Glück gehabt bis jetzt da mit dem Wetter. Wie gesagt, mit dem SV Tennisverein zusammen haben wir das super hingekriegt bis jetzt da. Das wird sicher wieder veranstaltet, das Countryfest. Wie man sieht, es wird angenommen. Und das fehlt, glaube ich, im Bruck noch. Aber es gehört ja auch eine Portion Mut dazu, so ein Event zu veranstalten. Die Rabea von Mississippi ist meine Cousine. Die hat schon gesagt, wir wollten im Bruck eigentlich schon ein Countryfest machen am Hauptplatz. Ist nicht zustande gekommen, da war jetzt kurz drinnen am Brucker Hauptplatz. Aber da draußen bietet es das Ambiente viel besser an, muss man sagen. Kutschenfahrt mit Ponyreiten für die Kinder, das Ambiente können Fuß bespülen, es ist einfach lockerer draußen. Und somit haben wir gesagt, machen wir das da am SV-Tennisplatz. Dem Gelände und das passt sehr gut, wie man sieht, und das haut hin. Aber auch seitens des Tennisvereins und der Gemeinde Bruck gab es regen Zuspruch. Ja, ganz toll, wenn man sieht, wie gut diese Veranstaltung angenommen wird. Einmal etwas anderes, ein Countryfest hier auf der ESV-Anlage auf der Moorinsel, aber man sieht, es wird sehr gut angenommen. Und auch der Platz neben den Tenniscourts ist ein idealer Platz für Veranstaltungen dieser Art. Ja, wir haben hier im Tennisverein auf der ESV-Anlage die Anlage völlig geöffnet und damit sind neben Tennisveranstaltungen auch allgemein Veranstaltungen, Musikveranstaltungen möglich und wie man sieht, auch diese Wiese hier in unmittelbarer Umgebung des Tennisplatzes eignet sich perfekt für solche Veranstaltungen. Mit Tanz, Musik und natürlich guter Laune ist ein Ende dieser Veranstaltung schwer vorauszusagen. Naja, das Fest wird sicherlich bis in die späten Abendstunden dauern, wenn das Wetter mitspielt. Ich sage einmal, ich glaube, heute kommt kein Regen mehr und dann ist es perfekt. Ein lauer Abend und dann werden wir bis in die späten Abendstunden hier feiern und gemütlich zusammen sein. Aber auch Musik musikalisch wurde den Gästen hier einiges geboten. Aber auch Kutschenfahrten für die Kinder wurden beim ersten Countryfest in Bruck angeboten. Ich komme von Edmessler, wir fahren mit den Kutschen für Hochzeiten und für andere Anlässe. Und da fahren wir jetzt eine Moorinselrunde. Oben zum Freibad und dann oben wieder zurück. Rein. Aber gefällt das Fest auch den anwesenden Gästen? Mir gefällt es sehr gut. Erstens ist der Weizsäbald mein Freund. Zweitens ist es eine Veranstaltung, die Zukunft hat. Ich kann sie nächstes Jahr. Das kann doppelt so gut werden. Also ich finde es großartig. Sehr gut. Super. Sehr schön, ja. Es ist super. Ich bin zwar gerade erst gekommen, aber es ist super und ein Lob dem Ewald. Ja, ich liebe die Musik und ich liebe die Atmosphäre. Gut essen, gut trinken. Man trifft Leute, die man sonst nicht trifft. Absolut lässig. Super Event, muss ich sagen. Hat der Ewald super aufgezogen und richtig lässig. Wie schaut euer Abend aus heute? Wir treffen uns jetzt da mit Freunden. Die kommen jetzt alle langsam und das eine oder andere Getränk wird noch genommen und schauen, was sich so ergibt. Eigentlich recht nett, gefällt uns ganz gut. Die Musik gefällt mir sehr gut. Die Sängerin ist ganz gut. Johnny Cash ist mein Liebling. Absolut genial. Die Band da haben wir, das Essen da haben wir, das ganze Umfeld passt. Absolut top. Ja, mir gefällt es ganz gut. Ich bin das erste Mal da. Seid ihr von Bad Ischl, von Country Circle Bad Ischl. Sehr schön da und ich bin zum ersten Mal da und bin froh, dass ich überhaupt hergefunden habe. Aber es hat alles super funktioniert und es ist ein tolles Ambiente und
Jetzt genießen wir den Abend. Ich finde es total super, dass in Bruck wieder einmal ein bisschen eine Belebung ist und dass der Wirt das perfekt macht. Ich finde es einfach nur gut. Und auch die Stadt Bruck an der Mur hat fleißig mitgeholfen. Naja, die Stadt Bruck unterstützt diese Veranstaltung natürlich sehr gerne mit einer Förderung, so wie viele andere Veranstaltungen. Uns geht es darum, dass wir Leben in unsere Stadt bringen und vor allem, dass immer was los ist. Und die Murinsel, wie gesagt, eignet sich perfekt für solche Veranstaltungen. Und da sind wir froh, dass wir auch mit dabei sein können. Der Eintritt war gratis. Und wir freuen uns schon heute auf das zweite Countryfest auf der Murinsel in Bruck an der Mur 2017. Wir freuen uns drauf, auf unsere neue Wohnung und auf uns drei. Ich mag es am liebsten natürlich und ökologisch. Da mache ich keine Kompromisse. Wir haben die Verantwortung, gute Lösungen zu denken und dann nachhaltig zu machen. Hier stirbt einfach immer der Bär. Gut, dass alles strapazierfähig ist. Morgen denken heißt heute handeln. So gestalten wir echte Zukunft. Entdecken Sie den Boden, der zu Ihrem Leben passt. Purlein, der Bio-Boden. Eine Weltneuheit von Vineo. Diesen Purlein-Boden bekommen Sie bei Ihrem Tapezierer und Raumausstatter Deschmann in Kindberg. Herzlich willkommen bei Jarbacher, Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur und Lietzen. Das Wichtigste zuerst, verschenken Sie nicht Ihr Altgold, sondern fragen Sie gleich den kompetenten Sachverständigen, bevor Sie Ihre wertvollen Gold- und Silberstücke verkaufen möchten. Jarbacher, Leoben, Bruck und Lietzen bieten Ihnen gratis Schätzung und Barzahlung bei Ankauf. Auch Bilder, Uhren, Möbel, Porzellan, Gläser, handgeknüpfte Teppiche, Ansichtskarten, Briefmarken, Gegenstände aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und vieles mehr werden durch geschulte Sachverständige begutachtet, geschätzt und bei Ankauf bar bezahlt. Rufen Sie an Jarbacher Leoben, Schwammerturm, Bruck an der Mur am Hauptplatz und Lietzen. Jarbacher, denn niemand hat etwas zu verschenken. Sie haben schon was Nostalgisches, die Oldtimer. Vor kurzem machte die Ford Alpentour in der Stadt Bruck an der Mur Station und viele bestaunten die Boliden aus längst vergangenen Tagen. Mit Stolz auf vier Rädern trafen sich viele Liebhaber alter Autos vor dem Gymnasium in Kapfenberg. Marke Ford mit den T-Modellen, was übrigens für Tin Lisse steht, sollte bei diesem Treffen eindeutig den Schwerpunkt bilden. Ja, der Gerald Haselgraber hat die alte Ford-Gruppe, da die alten Ford-Autos in die Obersteiermark gebracht und auch in Bruck Station gemacht. Ja, wie man sieht, wir haben selbst große Freude mit diesen Fahrzeugen. Sie sind einige hundert Jahre und älter, also 1909 ist das älteste Fahrzeug, das jüngste ist 1927. Und unser Verein, das Alpenchapter Bavaria Austria nennt sich der Verein, hat sich zum Ziel gesetzt, das Auto nicht nur in Hallen zu lagern, Wertsicherung, sondern wirklich zu bewegen. Und es ist eine einfache Technik von diesen Fahrzeugen und wir sind froh und glücklich, wenn wir unsere Freude auch mit anderen teilen können. Und darum sind wir jetzt in der Obersteiermark diesmal. Wir fahren jetzt nach Seckau in die Gahl zum Käfermuseum.
dann wieder zurück, dass wir das Murtal ein bisschen kennenlernen, vor allem die Gäste aus dem Ausland auch. Und morgen sind wir dann im Mürztal unterwegs bis Kindberg und dann zum Bodenbau hinein. Und dies auf Bildern festzuhalten war Ehrensache, glänzten doch die vielen Veteranen mit ihren Modellen buchstäblich um die Wette. Neben jungen Fans war auch der alte Kaiser angereist, um sich von der leidenschaftlichen Art der Fortbewegung zu überzeugen. Ihr seid jetzt 3 Tage da in der Obersteiermark, in der Hochsteiermark. Wie gefällt es euch da? Ganz besonders gut, wir sind das erste Mal da. Die Erwartungen sind maximal übertroffen. Der Gerald Haselgraber hat sich ganz besonders bemüht. Das Wetter ist traumhaft, alles schön, könnte nicht schöner sein. Über 20 T-Modelle der Baureihe 1909 bis 1927 mit Fahrern aus Deutschland, der Schweiz und Österreich waren gekommen, um die landschaftliche Schönheit der Steiermark in 2 Ausfahrten kennenzulernen. Und weil auch das Wetter mitspielte, fuhr man oben ohne. Verdeckt natürlich. Der Alex Hörterer aus Deutschland angereist ist auch da mit den alten Fahrzeugen. Wie ist der Eindruck dieser Stadt Bruckmühl? Ja, der Eindruck ist natürlich gewaltig. Das Wetter passt, alles ist schön, die Leute sind da, wir sind da. Was können wir uns Besseres wünschen? Sie kennen sich ja sehr gut aus bei den Ford-Modellen, auch bei den alten. Wie schaut es denn da mit dem technischen Stand so aus? Können Sie uns da ein bisschen aufklären? Ja, natürlich ist der technische Stand von uns gehoben worden, verbessert worden natürlich, damit sie fahrbereit sind, damit sie bremsbereit sind auf der Straße, damit sie dem normalen Straßenverkehr mitkommen. Man muss schon was tun. Der macht ja doch eine größere Ausfahrt. Die Fahrzeuge sind wirklich technisch noch bestens intakt. Ja, sie funktionieren soweit einwandfrei. Soweit ich weiß, ist die Strecke für heute geplant mit ungefähr 155 Kilometer. Das ist grundsätzlich kein Problem. Wir sind eine Interessensgemeinschaft, die seit Jahren gemeinsam fährt. Und die Autos sind auch so weit in Stand gesetzt und funktionieren soweit gut, dass das kein Problem sein darf. Auch die Stadt Bruck hieß die vielen alten Autos mit ihren Fahrern willkommen. Denn wann gibt es schon die Möglichkeit, so viele Hundertjährige an einem Ort zu bestaunen? Und weil Fahren auch hungrig macht, gab es eine kleine Stärkung für zwischendurch. Ihr habt ja 20 Fahrzeuge da. Wie liegt denn so der Wert der Fahrzeuge grob geschätzt? Der Durchschnittswert liegt irgendwo um die 20.000, 25.000, aber es sind dann teure natürlich dabei. Dieser eine aus 1909, der hat schon einen höheren Wert, da schweigen wir uns im Ausland. Und weil auch in anderen steirischen Orten die vielen Freunde alter Autos schon sehnsüchtig warteten, ging es nach einem kurzen Stop and Go auch schon wieder weiter, um Ab- und Ankunft so gut es ging einzuhalten. Egal welches Modell von Ford Sie ins Auge fassen, bei Ford Huber Kapfenberg sind Sie da schon mal genau richtig. Mein Name ist Franz Hofer, ich bin Verkaufsleiter im Autohaus Huber Kapfenberg und für die Marke Ford zuständig. Besprechen Sie mit ihm Ihre Wünsche, Ihre Vorstellungen. Ford ist eine Idee weiter. Am besten, Sie kommen zu einer unverbindlichen Probefahrt. Dann wissen Sie es, Ford von Huber Kapfenberg. Dunkle Wolken, Hagelschaden am Auto, da hilft nur eines, Lackiercenter Fuchsbichler in Kapfenberg. Die Firma Fuchsbichler ist der Spezialist für die Hagelschadenreparatur. Bei uns werden die Hagelschäden von unserem Herrn Attila, der ist ein qualifizierter Mitarbeiter, lackschadenfrei repariert. Bei unzugänglichen Tellen kommt das Klebeverfahren zum Einsatz. Bei der Firma Fuchsbichler in Kapfenberg gibt es alles aus einer Hand. Das heißt Kalkulation, Reparatur und Abrechnung mit Versicherungen. Der Fuchsbichler macht das Auto wieder gut und schön.
Immer mehr werben die einzelnen Städte um ihre Touristen. Waren es früher die großen Städte, die hier punkten konnten, sind es seit geraumer Zeit auch kleinere Regionen und Städte. Brugg ist als Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten ein richtiger Anziehungspunkt für Gäste aus aller Welt geworden. Erholung braucht der Mensch. Bislang hat man bedenkenlos Ziele und Fernziele angesteuert. Nun überlegt man, wohin in der Urlaubszeit. Kleinere Städte und Regionen versuchen, dem Gast Alternativen zu bieten. Die Frage an den Tourismus, ist dies eine Herausforderung für die Manager? Ja, sicherlich. Speziell für unsere Region eine Herausforderung, weil wir ja diesen klassischen Tourismus gar nicht so gewohnt sind. Wir sind ja keine klassische Tourismusregion, unser Haupteinnahmegebiet ist ja die Industrie, ist ja das Gewerbe. Aber wir merken natürlich, wie Sie richtig sagen, Krisen, ob das jetzt die Türkei ist, ob das der Nahe Osten ist. Also generell merkt man natürlich, die Leute sehnen sich nach Sicherheit und auch der Städtetourismus per se boomt. Der funktioniert sehr, sehr gut von der Großstadt, von Wien, Graz weg, bis aber auch zu den kleineren Städten. Die Frage bleibt bestehen, wie das Verhältnis zwischen Tagestourismus und dem Längerverbleib aussieht. Das ist richtig, nur man muss ein bisschen aufpassen, es wird immer an Nächtigungszahlen gemessen und jeder, der im Tourismus ein bisschen arbeitet, weiß, dass Nächtigungszahlen nicht sehr viel aussagen. Das ärgert uns Touristiker immer wieder, dass Nächtigungszahlen hervorgehoben werden und im Endeffekt ist die Wertschöpfung entscheidend. Es nutzt mir nichts, wenn ich jetzt eine Auslastung von 90% habe und bei jeder Nächtigung dazu zahle, ja, sondern es ist wichtiger, dass ich eine gute Auslastung habe, wo auch eine hohe Wertschöpfung da ist. Und das ist das heutige große Problem der Hotellerie. Es schreien alle nach neuen Hotelzimmern, noch mehr Hotelzimmern, aber die Auslastung, die Wertschöpfung, die beachtet keiner. Also Nächtigungszahlen sind wirklich nicht aussagekräftig. Die Zukunft wird zeigen, welche Auswirkungen die derzeitigen Krisenfälle vor allem auf den Städtetourismus haben werden. Also in den Großstädten bleiben die natürlich einige Tage. Bei uns ist es im Moment noch eher klassischer Ausflugstourismus, wobei wir schon merken, dort natürlich hauptsächlich die Radfahrer am Murradweg, aber auch sonst aus der Region selbst, dass die Leute ein paar Tage bleiben. Jetzt im Moment ist es aber noch sehr, sehr viel Ausflugstourismus. Viele Besucher stellen immer wieder fest, zu Hause in gewohnter Umgebung ist es doch am erholsamsten. Service und Informationen ist für eine Gemeinde enorm wichtig und sei die Gemeinde noch so klein. In Turnau hat man dem jetzt Rechnung getragen und ein Informationsbüro für alle eingerichtet. Der Marktgemeinde Turnau ist es gelungen, den Bürgern sowie den Gästen ein Zentrum für alle nur erdenklichen Informationen anzubieten. Mit dem Gemeindeamt, einer Tourismusstelle und einer Postpartnerstelle in einem Haus sind in Zukunft keine langen Wege mehr vonnöten. Ja, der Ausbau des Bürgerservice war ein wichtiger Schwerpunkt von mir, wie ich neue Bürgermeister in der Marktgemeinde Turnau geworden bin. Und wir haben bislang kein barrierefreies Bürger- und Tourismusbüro gehabt. Und daher war es mir ein wichtiges Anliegen, dieses barrierefreie Bürger- und Tourismusbüro jetzt zu errichten, wo die Bürgerinnen und Bürger, aber auch unsere Gäste alles Wichtige zu den Themen Bürgerservice, Post, Tourismus und so weiter in Erfahrung bringen können. Und auch öffentliche WC-Anlagen sind hier vorgesehen. Gibt es Erfahrungswerte von den Bürgern hier in Turnau? Ja, die Bevölkerung ist total begeistert und nimmt das Büro sehr gerne an. Begeistert werden aber auch die Gäste sein, wenn sie in Zukunft die Region besuchen und dabei alle Informationen für einen schönen Urlaub erhalten. Brugg an der Mur hat seit 1. August eine neue Apotheke. In der Oberdorfer Straße wurde diese eröffnet und bringt einige Neuerungen mit in die Kornmesserstadt. Der heilige Vitus ist Namensträger der Brugger Apotheke, die nach einer kurzen Bauzeit neu eröffnete. Freundliches Personal und freundlich gestaltete Räume empfangen den Kunden, denn sich wohlfühlen ist der erste Schritt zu einem gesunden Leben. Weiters gibt es aber auch spezielle Angebote, die in Apotheken nicht alltäglich sind. Eine neue Apotheke in Brugg an der Mur. Wir haben schon gehört, der Mensch wird mit einbezogen. Wie schaut das im Detail aus? Naja, wir haben erstens einmal in der Apotheke sehr einfühlsame Mitarbeiter, die sich um jeden einzelnen Kunden, wirklich alles geben, was möglich ist, ihr ganzes Fachwissen. Dann haben wir spezielle Angebote in der Apotheke, die also ganz was Neues darstellen.
Also wir werden in der Apotheke mit unseren Kunden trainieren. Wir haben da zwei Arten von Training. Ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Wir führen das eine Training nächste Woche ein und das andere Training dann im Herbst. Auf jeden Fall wird es darum gehen, dass unsere Kunden noch viel gesünder werden und vielleicht sogar weniger Medikamente brauchen. Eine neue Apotheke in Bruck an der Mur in einem riesengroßen Siedlungsgebiet und das in einer sehr flotten Bauzeit. Sehr flott die Bauzeit. Mir fallen alle Steine vom Herzen, dass es gelungen ist. Schaut es euch an. Eine Pracht, bitte auch hereinzukommen, drinnen wird es noch schöner. Und heute bitten wir den heiligen Vitus um seinen Segen. Apotheke ist ja nicht gleich Apotheke. Welche Besonderheiten gibt es in Ihrer Apotheke? Dass der ganze Mensch einbezogen wird, so wie wir geschrieben haben, Körper, Geist und Seele. Also wir werden uns wirklich bemühen, persönlich auf Sie zum Beispiel einzugehen. Blick Ihnen schon tief ins Auge. Die Details haben wir schon ein bisschen gehört. Kann sich der Kunde noch informieren? Habt ihr eine Website? Ja, vitusapotheke.at ist eine ganz einfach gebaute Homepage. Ich würde die Kunden einfach einladen, einfach mal zu uns zu kommen und uns kennenzulernen. Also wir unterscheiden uns wirklich ein bisschen von klassischen Apotheken. Und jetzt haben nicht nur die Bewohner von Bruck die Möglichkeit, sich von den Besonderheiten, die diese Apotheke ihren Kunden bietet, zu überzeugen. Einfach vorbeischauen. Ein freundliches und fachlich bestens geschultes Personal betreut Sie gerne. Dass der Tourismus in der Region Bruck und Kapfenberg großgeschrieben wird, wurde uns ja schon vielfach gezeigt. Beim Palmas in Kapfenberg gab es heute ein großes Pressefrühstück und somit auch ein gemütliches Zusammensitzen, was den Tourismus in Kapfenberg betrifft. Wir haben jetzt eine große Reihe von Veranstaltungen vor. Manche laufen ja schon. Rückblickend zum Beispiel 1 bis 6, also bis Ende Juni waren allein 96 Veranstaltungen in Kapfenberg, Hauptplatz, aber auch viele andere Plätze. Das zeichnet uns schon aus. Das ist gemeinsam auch mit der Kulturabteilung machen wir das, forcieren wir das stark. Und die Besucher, ob das jetzt von auswärts, aber auch natürlich die Kapfenberger, nutzen das ganz, ganz toll. Aber gut ist ja bekanntlich nicht gut genug. Ja, forciert gehört in jedem Fall. Wir sind im Bereich Beherbergung, haben wir sicher noch Nachholbedarf, weil wir möchten hier nicht nur Tagestouristen, wir möchten auch den Touristen länger hier behalten. Also wenn er bei uns eine Woche genießt, Ausflüge in der Umgebung, in der Hochsteiermark macht, dass wir wirklich unsere Hoteliers, Beherberger dazu gewinnen. Manche machen das ja schon sehr, sehr erfolgreich, dass man wirklich tolle Packages anbieten kann und sagt, okay, Kapfenberg ist auch Zielort für einen Urlaub und von hier aus macht man dann Ausflüge, Tagesausflüge in die ganze Hochsteiermark. Da müsste man noch wirklich intensiver dran arbeiten. Aber der Tourismusobmann hat ja auch persönliche Ziele, die er in Kapfenberg unterbringen möchte. Persönliches Ziel ist natürlich auch die Belebung. Das ist sowohl eben für den Städter, der hier lebt, wichtig, aber auch eben für den Touristen, dass wir sagen, wir sitzen jetzt am Hauptplatz zum Beispiel, haben heute das Pressefrühstück hier. Wir haben jetzt einen guten Branchenmix an Lokalitäten hier, dass wir auch im Handel, wir machen im Herbst wieder die große Shoptober-Aktion, Einkaufsaktion, dass man das noch einmal attraktiver an die Bevölkerung bringt, dass man in Kapfenberg einfach schön einkaufen gehen kann, einen Tag genießen kann, gut essen gehen kann. Das gehört einfach noch intensiviert und ins Bewusstsein der Leute gebracht. Dann sind wir ja mal gespannt, was sich in den kommenden Wochen und Monaten im Bereich Veranstaltungen und Tourismus in Kapfenberg noch so abspielen wird. Es gibt verschiedene Arten des Denkens und der Gedanken und des Andenkens. Etwa vor 2 Jahren verunglückte ein Freund namens Jagerbauer in Bruck an der Mur. Seine Freunde und seine Sinnesgemeinschaft treffen sich nun jeweils am Jahrestag des Unglücks mit ihren Traktoren zu einer Gedenkfahrt an ihren lieben Freund. Das ist an unseren lieben Franz gewidmet, diese Fahrt. Und das ist sein Heimathaus, da ist unser Treffpunkt und wir fahren dann von da weg noch und noch auf die Alm und wir gedenken mit dieser Fahrt an unseren Kollegen, der was uns eigentlich jahrelang mit begleitet hat. Wir haben viel Spaß gehabt miteinander,
haben die alte Technik wieder aufleben lassen und somit ist der heutige Tag den Franz gewidmet. Auf der Jageralm gedenkt man in einer Schweigeminute. So ganz im Sinne ihres Freundes, der stets für gute Laune und positives Denken sorgte, haben sich auch heuer wieder die Sinnesgenossen zu einer Fahrt auf die Jageralm zusammengefunden. Weil der Franz auch denselben Traktor, wie Sie da sehen, die 180er Kurzschnauzer, ich glaube im Stadl steht noch sein Traktor drinnen, der Junior betreibt das dann irgendwie weiter und will ja heute von da mit auf die Alm fahren mit dem Traktor und somit gedenken wir und den Franz, wie er eben war. Und wir wollen das fast jedes Jahr eigentlich eine Fahrt den Franz widmen. Auch so kann man seine Erinnerungen an den lieben Freund zum Ausdruck bringen. Bei dieser Gelegenheit trifft man auch die verschiedensten Modelle einer ganzen Traktorgeneration. Ersatzteile kriegt man nur die meisten, ja, weil es doch ein häufiger Typ ist. Und sehr beliebt bei den Oldtimer-Sammlern. Und fahren Sie gerne noch mit Ihrem Traktor? Ja, für kleine Ausfahrten, ja. Größere sicher nicht. Auch der Sohn und Enkel des Jagerbauern waren mit dabei und versinnbildlichten die enge Bindung des großen Freundeskreises. Traktorfahren ist nicht nur Betreiben eines Arbeitsgerätes, sondern schon eine eigene Art der Lebensfreude. Damit kommen wir zum Sport und hier zum Fußball. Nach 6 Jahren Abwesenheit stehen die Brucker wieder in der Landesliga. Das erste Spiel gab es gleich gegen TSV Leoben. Die letzte Begegnung übrigens in der Meisterschaft zwischen den beiden Mannschaften gab es vor 45 Jahren in der Regionalliga. Damals gab es ein 0:0 und diesem Ergebnis blieb man auch in der Jetztzeit treu. Wir Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Es ist ein Kia, von dem Sie schon immer geträumt haben. Der neue Kia Sportage, jetzt bei uns im Autohaus Huber in Niklasdorf. Natürlich mit der 7 Jahre Kia-Garantie. Er hat jede Menge Ausstattungsmöglichkeiten. Aber das Fahrzeug kann noch wesentlich mehr. Spurhalteassistent, Notbremsassistent, selbstständiges Einparken, parallel rückwärts einparken, Querverkehrassistent und viele, viele weitere Highlights sind in dem Auto versteckt. Eine unverbindliche Probefahrt bei Huber Nickersdorf wird Sie überzeugen. Dann werden Sie vom neuen Kia Sportage nicht nur träumen, sondern Sie werden ihn fahren. Besten Geschmack gibt's jetzt auch alkoholfrei. Vollmundig, natürlich trüb. Gösser Naturgold. Echter Biergenuss zu jeder Tageszeit. Anruf genügt und Sie kommen, wann immer Sie gebraucht werden. 24 Stunden, 365 Tage. Juri, das Dienstleistungsunternehmen mit Standort Leoben Nickersdorf. Juri ist Ihr zuverlässlicher Partner, wenn Reinigung, Kanalverstopfungen, Absaugungen, Grubendienst und vieles mehr, ob privat oder Industrie, benötigt werden. Juri Nickersdorf hat die richtigen Fahrzeuge für jeden Einsatz. Die Europa-
Europameisterschaft ist geschlagen, die Aufbauphase für die Herbstmeisterschaft beendet und los geht's mit der Fußballmeisterschaft. Und wir starten mit einer heißen Landesliga-Partie in die neue Fußballsaison mit dem Spiel DSV Leoben gegen den SC Brugg. Und der SC Brugg ist ja aufgestiegen und hat heute hier große Ziele, will einen Punkt nach Hause mitnehmen. Ob das gelingt? Vor 45 Jahren gab es in einer Meisterschaft das letzte Aufeinandertreffen zwischen Leoben und Brugg. Damals in der Regionalliga mit dem 0:0 in Brugg. Und heute stehen sich beide Teams beim Landesliga-Auftakt gegenüber. Dejan Stankovic zu diesem bevorstehenden Derby heute. Ja, wissen Sie, ich habe 10 Jahre oder 11 Jahre lang in Donauwitz gespielt und mein Herz ist da und deswegen sage ich, Leoben wird gewinnen. Aber natürlich, die Brugger durch den Aufstieg werden sicher sehr motiviert sein. Selbstverständlich, Brugg ist sowieso so ein guter, aufgestellter Verein. Ich wünsche Brugg alles Gute, weil mein damaliger Mitspieler Robert Frühstück ist jetzt Trainer. Und natürlich, das wird sehr, sehr schwere Partie. Aber sage ich von Herzen, nicht vom Verstand, aber von Herzen, Leoben wird gewinnen. Freuen wir uns auf ein schönes Match. Selbstverständlich. Spielleiter heute André Wiedner aus St. Lorenzen am Wechsel. Ein junger Referé. Leoben startet da gleich mit erstem Angriffsversuch. Aber Ausbeute gibt es da noch keine. Nun ist Brugg dran mit schönem Spielaufbau. Die Heimischen retten zur Ecke. Beim Eckball kommt Rene Baumgartner zu Kopfball. Leoben hat da Glück. Brugg bleibt dran, Buska versucht es da mit Pass in die Tiefe, aber zu steil ausgefallen der Pass. 20 Minuten gespielt, beide Mannschaften nervös, Torchancen Mangelware. Wir blenden in Minute 26, Glitschnik setzt Triple ein, Triple geht er auf und davon kommt zum Abschluss. Aber der Linienrichter zeigt Abseits an. Abseits war das sicher nicht. Ich glaube, das war sicher ein Tor. Brugg hat nun besser ins Spiel gefunden, Merl wird da gestoppt. Taktisches Foul nennt man sowas. Leoben da mal mit guter Spielöffnung, aber mit schlechter Ballannahme. 40 Minuten schon gespielt, Leoben versucht es über Eckball. Brisa kommt zu Kopfball, aber es gibt keinen Treffer. Eine gute Möglichkeit hat Leoben da mit Freistoß. Gröblinger im Brugg-Tor hat kein Problem. Und mit einem 0:0 geht es in die Pause. Lust auf 2 Thermenkarten der Therme Aqualux Wonsdorf? Ja, sicher. Ja, und ich habe eine leichte Frage oder ein paar leichte Fragen. Es geht um den Robert Frühstück. Der Robert Frühstück war ein guter Bundesliga-Kicker. Wo hat der gespielt? Bei Leoben hat er gespielt, bei Salzburg hat er gespielt. Ist richtig. Und was hat er jetzt für Anteil? Jetzt ist er Trainer in Brugg. Vollkommen gut bis jetzt. Aber jetzt habe ich die letzte Frage, die ist ein bisschen schwieriger. Ich habe gesagt, verdienter DSV Leoben-Kicker. Weißt du vielleicht, wie lange hat der Robert Frühstück beim DSV Leoben gespielt? Er war ja ein verdienter Kicker, habe ich gesagt. So zwischen 10 und 15 Jahren dürfen das gewesen sein. Ja, du bist gut drauf. 14 Jahre waren es. Ja, war ich knapp dran. Ja, und mit denen hast du 2 Thermenkarten. Gratulation. Super, danke. Gleich nach dem Wechsel Wohlmut testet der Gröblinger. Das war die beste Leoben-Chance im Match bisher. Rene Baumgartner, die Brugg-Neuerwerbung, ist für Bruggs Abwehr ein Gewinn. Spielt eine gute Partie. Leoben verstärkt nun den Druck. Nach Kampfszene dicke Luft im Brugg-Strafraum. Das Match hat und kämpft, aber noch immer wenig Torchancen. Baumgartner rettet da gekonnt vor einem Leoben-Angreifer. Das ist so ein Match, wer das erste Tor macht, der gewinnt wahrscheinlich die Partie. Leoben lässt da 2 Chancen liegen, wird aber nun stärker. Die Gäste von Robert Frühstück gut eingestellt, schlagen zurück. Reinwald rettet damit Faustabwehr. Der DSV bläst zur Schlussoffensive.
Ertl unterbindet den Angriff der Leobner mit Foul. Der Leobner Freistoß bringt nichts ein. Darauf folgend gibt es nochmals Gefahr für Bruck aus Leoben Freistoß. Kann Bruck das 0:0 über die Zeit bringen? 6 Minuten geht's noch. Leoben will nun die Entscheidung, will ein Tor, aber Brucks Festung hält. Philipp Gröblinger gibt guten Rückhalt, holt er den Ball aus der Luft. 2 Szenen gibt's noch nach Leoben-Angriff. Brisa geht im Bruck-Strafraum zu Boden. Leoben wollte Elfer, war aber keiner. Und nach Bruck-Freistoß von Glitschnik verköpfelt in der Nachspielzeit Buska. Das wär's gewesen. Und das war's. Leoben und Bruck trennen sich mit einem 0:0 Unentschieden. Die Stimmen zum Spiel? Ich glaube, das 0:0 war trotz allem eine Werbung für den Sport, für die Landesliga, für den Bezirk Leoben. Beide Mannschaften haben sich alles abverlangt und 90 Minuten nach vorne gespielt. Was gefällt hat, waren die Tore. Ja, und ohne Torchancen herauszuspielen, ist halt mit dem Tormachen schwer. Das ist richtig. Wir haben einfach im letzten Drittel einfach die nötige Konsequenz vermissen lassen. Wir wären zu einigen Chancen gekommen, waren aber dann nicht davon überzeugt, die abzuschließen, und daran müssen wir arbeiten. Erfreulich, heute viele Zuseher waren da. Ja, es ist erfreulich und überraschend. Ich bin jetzt auch schon lange da und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, die Leute kommen öfters so viel. Robert Frühstück, gratuliere. Bruck in der ersten Landesliga-Partie gleich angeschrieben mit dem 0:0 in Leoben. Wie siehst du die Match-Analyse oder wie machst du die Match-Analyse? Ja, gut, wir haben vor dem Spiel natürlich gesagt, wir wollen was mitnehmen. Wir wollen mindestens einen Punkt nehmen. Okay, wenn es natürlich ein Sieg gewesen wäre, wären wir auch nicht enttäuscht gewesen. Ja, aber im Großen und Ganzen war es natürlich einmal ein Wunsch, wie soll ich sagen, dass wir angeschrieben haben, dass wir angekommen sind in der Liga. Ja, wir haben nicht gewusst, was uns erwartet. Die Spieler, es war natürlich auch ein bisschen eine Nervosität da. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, sind wir jetzt froh, dass wir einen Punkt gemacht haben. Leoben ist ja als Favorit in die Partie gegangen, aber Bruck hat ja brav entgegengehalten. Und was wichtig war, die Abwehr ist eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut gestanden. Ja, natürlich war Leoben ein Favorit, das ist ganz klar. Das ist auch nicht etabliert in der Liga, sie wissen, was da passiert. Für uns war es Neuland, ja, gut, natürlich. Sag einmal, dass wir 0:0 gespielt haben, das ist schon eine große Auszeichnung. Trotzdem wollen wir natürlich uns weiterentwickeln in den nächsten Wochen, dass wir auch zu mehr Chancen kommen. Aber für heute muss man sagen, bin ich zufrieden mit der Mannschaft, das war schon okay. 20 Jahre MEMA TV und wir haben im Mai Musik ohne Grenzen nach Bruck gebracht. Hier ein Auszug mit Nordwand, Marlena Martinelli und den Sundays. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Yeah.
Diesen Hits, die jeder kennt.
Das war wieder unser Wochenmagazin Panorama von MEMA TV mit Berichten und Beiträgen aus unserer Region und vor allem mit Ihnen. Ich danke für Ihr Interesse an unserem Programm und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Haben Sie eine schöne Zeit. Wiederschauen.